Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei Mitreden bei blutigem Halbwissen. Die erste Folge in 2024, neues Jahr, aber die alten Spieler sind mit dabei. Dementsprechend an meiner Seite mal wieder und immer noch und für immer der liebe Dojak. Hi, na? Und natürlich meiner einer, Danos, wie immer, mich wird man nicht los. Sehr schön. Für immer, das klingt ein bisschen merkwürdig. Aus der Nummer kommst du nie wieder raus. Anscheinend nicht. Ja, yeah. Was haben wir vor? Was haben wir vor? 2024 ist tatsächlich die erste Folge in diesem Jahr. Wäre jetzt ein bisschen vermessen, das Neujahrsfolge zu nennen. Deswegen machen wir es mal so als... Wir lassen mal das letzte Jahr trotzdem Revue passieren. Machen ein paar Themen zu, die wir vorher besprechen wollen. Und geben mal so einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr, auf 2024. Und dem geneigten Zuhörer in unserer Millionenschaft, die uns zuhört, ist natürlich aufgefallen, dass jetzt mal eine kleine Pause dabei war. Da werden wir drüber reden, warum, wieso, weshalb, was ist alles passiert. Aber... Ist auch nur eine kleine Pause gewesen. Kleine Pause, ja, auf jeden Fall. Aber wir wollen ja wieder die Sachen, die uns Spaß gemacht haben, mit rübernehmen. Also fangen wir an mit, wer hätte es gedacht, was hast du zuletzt? Was hast du zuletzt gespielt? Was hast du zuletzt geguckt? Ja, fangen wir mal mit dem Gespielten an. Das ist, ich habe mich wieder in die wilde Welt von Guild Wars 2 verguckt. Aus ganz einem Grunde kommen wir später nochmal zu. Ich hatte ein bisschen Zeit. Ne? Also, MMO, RPG, muss ich jetzt nicht groß erzählen. Groß erklären, das habe ich schon in anderen Folgen genug dazu erzählt. Und zuletzt geguckt habe ich den Tomb Raider Film von 2018. Mhm. Und der gefiel mir gar nicht. Der gefiel mir gar nicht. Als Fan, also Liebhaber der Spieleserie ist der Film nichts. Ich habe ihn aber, muss ich dazu sagen, abgebrochen. Er bedient leider Gottes, er fängt, wer das Spiel von 2013 gespielt hat, das ist ja so gesehen der Neuanfang von Lara Croft, wird mit diesem Film nicht glücklich. Weil dieser Film benutzt Sachen aus dem Spiel, münzt sie um, aber fängt wieder von Null an. Also wer das Spiel nicht kennt, im Spiel fängt es an, dass Lara in auf eine Insel kommt, wegen irgendetwas, ich habe die Umstände jetzt nicht mehr im Kopf, und lernt dann zur Lara Croft zu werden. So ganz langsam. Und im Film fängt sie wieder an mit, ja, Lara Croft kann gar nichts. Ist arm und macht bei irgendeinem illegalen Fahrradstraßenrennen mit. Also, es ist für mich so, es tat weh. Es tat sehr weh zu gucken. Also auch als Reboot nicht wirklich sinnvoll. Also ganz ehrlich, die hätten so viel Schönes aus dem Film machen können. Die hätten einfach die Story von dem Spiel von 2013 nehmen können und die Story danach weiterspielen können. Es wäre ein super toller Film gewesen. Da wäre ich sofort mit eingestiegen. Sofort. Die Angelina Jolie-Filme sind besser als der. Das ist ein harter Satz, den ich gerade gebracht habe, aber ja. Gut, warum noch nicht? Also, ich meine, gut. Auch da gibt es mit Sicherheit irgendwo Möglichkeiten, was man irgendwie bemängeln kann. Also, wenn man mit aber der Serie ja, nicht, wenn man diese Spiele nicht kennt oder diese Sachen nicht kennt, ist der Film ganz gut wahrscheinlich. Der läuft wahrscheinlich dann sehr gut. Aber wenn man die Spiele gespielt hat, beziehungsweise das 2013er Spiel, weil es direkt Bezug darauf nimmt, darum sage ich das dazu, ist dieser Film einfach nichts. Es tut weh. Mhm. Wobei die Alicia ja, meines Erachtens nach gut passt. Die ist aber auch, die ist auch eine super gute Schauspielerin. Es liegt nicht an der Schauspielerin, es liegt an der Story. Mhm. Es liegt daran, dass, wenn man die, wie gesagt, Spiele gespielt hat, da ist Laras Eltern schon 50 Mal gestorben. Jetzt sterben sie nochmal. Und immer ist es was anderes. Es fühlt sich so, ja, aufgewärmtes Suppe an.
Deswegen, es fühlt sich nach aufgewärmter Suppe an. Wenn man da ohne nicht voreingenommen reingehen tut und die Spiele nicht gespielt hat, ist der Film super wahrscheinlich. Dann ist das ein richtig geiler Action-Adventure. Hundertprozentig. Mit einer Persönlichkeit, die von verweichlicht auf super stark wird. Ja, was Lara Croft halt nun mal ist. Super geil. Aber von mir gibt es keine gute Bewertung. Ja, gut. Genug von Tomb Raider, bitte. Ja, alles klar. Nos, was hast du zuletzt gespielt und zuletzt geguckt? Ja, also zuletzt gespielt relativ einfach. Rainbow Six Extraction, weil haben wir zusammen gespielt. Jo. Zuletzt gesehen Mount & Orient Express. Und bevor jetzt die große Frage aufkommt, ich mag das Remake von aus den 60ern. Ich mag aber auch das, was ich jetzt hier an der Stelle meine. Das Remake? Naja, welches das ist kein Remake. Das ist halt einfach eine neue Auflage. Es ist kein Remake. Ja. Also, muss ich sagen, fertig geworden vor 20 Minuten. Vor 30 Minuten. Achso, das ist schon alles. Also von daher, ja. Mag ich aber. Also ich weiß und ich sehe auch, dass die Lösungsfindung nicht ganz so logisch erklärt wird. Das finde ich auch ein bisschen schade. Gut, ich kenne halt eben sowohl die Geschichte Agatha Christie, ich kenne auch den Film aus den 60ern, wo es ein bisschen besser erklärt wird. Ja, okay. Also ist natürlich keine Überraschung, wer der Mörder ist, um es mal so zu sagen. Aber vom reinen Setting her, von den Schauspielern her, schön, doch, muss ich sagen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, muss ich nochmal selber gucken. Ich habe den, den habe ich nicht geguckt. Ohne Flachs jetzt. Also da müsste ich selber, den müsste ich, glaube ich, nochmal gucken. Weil ich glaube, ich bin der Meinung, ich habe ihn nicht gesehen. Schreibe ich mir gleich mal auf. Ja. Alles gut. Genau. Also von daher, Kenneth Branagh ist so für mich derjenige, der das einfach heißt, weil er den Hercule Poirot sehr gut spielt. Ach ja, das war ja mit Französisch. Hey, genau. Das ist, Ja. Man sagt ja immer Agatha Christie und Sir Arthur Conan Doyle, ja, ein bisschen, ja. Sherlock Holmes und Hercule Poirot. Aber ist halt eben so, Agatha Christie ist ein bisschen düster. So, rein von den menschlichen Abgründen her. Aber ja, auf jeden Fall, also ich kann empfehlen, wer vorher Mount & Orient Express noch gar nicht gesehen hat, noch gar nicht gehört hat, würde ich sagen, als Experiment ruhig drauf einlassen und zum Ende hin die Lösungsfindung nicht in Frage stellen. Trotzdem ein schöner, guter Film und cineastisch schön gemacht. Doch, muss man sagen. Also die Strecke der Orient Express ist ja so die typischen 3 Tage, die du nur im Zug verbringst. So gut wie keine Haltestelle und wirklich so alter Stil. Du hast einen Speisewagen, du hast einen Schlafwagen. Stimmt, das gibt es wirklich, ne? So ein fahrendes Hotel. Den Orient Express gibt es bis heute. Stimmt, den gibt es wirklich. Ich wollte auch gerne mal so, um dieses Erlebnis mal zu haben, habe ich mir überlegt, ob ich das mal machen soll. Mhm. Als ich die Preise gesehen habe, was die aufrufen, habe ich gesagt, okay, ich lasse das mal. Bitte, was hast du gerade noch im Kopf, wie viel? Ja, das Angebot, was ich gesehen habe, lag bei 15.000 Euro. Ja, okay. Ja, moin. Das machst du einmal, danach kannst du privat so jetzt gefühlt anmelden. Weil das ist ja nur so, das, okay. Dass du... Aber okay, lassen wir das. Da musst du ja auch gerade mal hin und das und hier. Alles gut, lassen wir das. Ja. Das ist also, nicht... für Otto Normalverbraucher nicht möglich. Aber ist wahrscheinlich auch gewollt so. Ja, es ist natürlich so ein bisschen aus der Historie. Es ist eine der berühmtesten Strecken neben dem Transsibirien-Express, der über Russland und die Mongolei geht. Ja, ja. Was im Moment aufgrund von politischen Sachen keine Alternative ist, auch wenn er günstiger ist. Aber das, sag ich mal, führt jetzt ein bisschen zu weit. Also ja. Mount & Orient Express, ich sag ja, kann man sich anschauen. Ah, ist jetzt können. Nicht, dass ich sage, muss man sich unbedingt anschauen, aber doch, macht schon Spaß. Habe ich mir gerade aufgeschrieben. Sehr schön.
Ja, wunderbar. Dann kommen wir mal so ein bisschen in die Richtung. Wir haben jetzt aktuell Februar. Yo. Das hast du sehr gut erkannt. Der kürzeste Monat. Genau. Dezember und Januar, dieses Jahr sogar einen Tag länger, aber Dezember und Januar war. Puh. Stille! Was? Beim Mitreden bei blutigem Halbwissen. Warum? Ja, fangen wir mit dem einfachsten an. Ich bin umgezogen. Und ja, war schön, so Umzug. Normalerweise so, ja, ne, so 3 Tage, ne, so ein bisschen mit wochenlang vorher zusammenräumen. Und ich hab mich super darauf vorbereitet. Ich habe das super geplant. Ich habe Kartons gepackt, beschriftet. Bin beim Umzugsunternehmen aufgrund der Entfernung umgezogen. Das war tatsächlich günstiger, als wenn ich selber gemacht hätte. Aber in der neuen Wohnung, die ist erst renoviert worden, da sollte eine neue Küche rein. Und dann bin ich in Sachen reingefallen. Ja, Lieferschwierigkeiten. Ja. Funktioniert nicht, alles verspätet. Ja. Am Umzugstag, beziehungsweise ich habe mir extra eine Woche freigenommen. Und ich habe mir die Erkältung meines Lebens eingefangen. Also so eine heftige Erkältung habe ich in den letzten 10 Jahren nicht gehabt. Ich habe, also Umzugsunternehmen, da kamen 3 hochmotivierte Leutchen an. Die habe ich mit laufender Nase begrüßt, habe auf Händeschütteln verzichtet und habe gesagt, die letzten 2 Kartons habe ich auch nicht mehr geschafft einzupacken. Macht mal bitte. Ich war fertig. Komplett fertig. Ich habe die Woche flach gelegen, also toll investierter Urlaub. Ganz toll, richtig schön. Ich bin auch nicht annähernd so weit gekommen, wie ich kommen wollte, aber zumindest bin ich in die neue Wohnung reingekommen. Cool. Ja, und dann ging es los mit Internet. Ist ja nicht so, als ob ich bei einem doch recht renommierten Internetanbieter das Ganze im Oktober schon angekündigt habe, aber vergeigt haben sie es komplett. Ja. Witzig war es. Witzig für mich. Witzig war es. Für mich, für mich war es witzig. Ich habe mich totgelacht. Ich habe dir das gleich am Anfang gesagt, dass das nicht so funktionieren wird. Habe ich dir aber schon gesagt gehabt. Liebe Leute, ja, aber wenn so ein Anbieter mit rotem Logo und einer weißen Sprechblase ankommt, also. Okay, okay. Ich hätte jetzt das jetzt so nicht gesagt. Aber okay. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, der Fairness halber. Sie haben mir an der Stelle ja Datenvolumen aufs Handy mitgegeben. Ja. Dezember und Januar. Also ich habe insgesamt 8 Wochen, nee, 9 Wochen. Da ist er direkt auch weg. Da war er da direkt mal kurz mit dem Ton weg. War ich mit dem Ton weg, ne? Dann hoffe ich mal, dass für mich die einfach. Ja, nee, alles gut. Ja. Geht wieder. Passiert. Der Vorstand von denen hört mir zu, der ist schon bei der Aufnahme. Die überwachen meinen Internetverkehr. Die haben jetzt gesagt, nee, die Kritik können wir nicht bei uns von stehen lassen. Nein, also es waren 9 Wochen ohne Internet, dementsprechend natürlich auch Aufnahmen nicht wirklich möglich. Nee. Sie haben mir, der Fairness halber, Dezember und Januar zusammengerechnet, 1 Terabyte an Datenvolumen spendiert, kostenlos, dass ich trotzdem online sein kann. Was ich allerdings jetzt nicht für Aufnahme oder für den Podcast hier. Na, die Qualität war halt auch nicht gegeben. Das hörte sich eher an, als es war halt keine Qualität, die wir geben wollten. So. Ja, da, wir wollen schon ein bisschen Qualität geben und wenn das Ding anhört wie durch eine Dose, ist es halt einfach keine geile Qualität. Also von daher, ja, ich habe es dann auch dadurch, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, habe ich das eher dafür verwendet. War klar, irgendwann war der Urlaub vorbei, muss ich weiter arbeiten. Darf ich mal ganz kurz was einhaken? Hast du irgendwelche Downloads irgendwie am Laufen? Eigentlich nicht, warum? Weil deine Stimme ab und an versägt. Schau. Alles gut. Jo. Lieber hier mal alles zu. Ja, nebenbei mal ein bisschen was machen und weiterreden. Die Möglichkeit der Multitasking. Ich habe eben mal bei mir auch schon geguckt. Aber
ist ja nicht für euch, ihr merkt es gar nicht, weil, ne, ihr werdet diese Soundprobleme von Nox nicht hören. Ist nur für mich, weil ich verstehe ihn dann nicht. Es wundert mich, was es dann ist. Ich weiß es auch nicht. Es könnte natürlich auch Discord wieder sein, weil das hat ja auch in letzter Zeit, die letzten Wochen extrem Probleme gemacht. Ja. Genau. Also auf jeden Fall, so, dann kam schon die Weihnachtszeit. Gut, Weihnachtszeit, da bin ich ja ganz brutal. Ich sag, da spielt Familie die größte Rolle und die einzige Rolle. Alles gut. Ja. Komplett verstanden. Dann kam Silvester, habe ich ein bisschen gefeiert, haben ein paar Leute eingeladen. Die haben auch was mitgebracht. Dementsprechend habe ich dann Anfang Januar Resi in Real Life durchgespielt. Wer die Anspielung nicht versteht, ich habe mir ein C-Virus eingefangen. Nenn es beim Namen. Corona. Genau. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ja, also war letztendlich, ich habe 2 Wochen mit Corona flach gelegt. Komplett. Wir reden jetzt davon, dass es Mitte Januar passt. Ja, Mitte Januar ist, war. So, ja. Wo Nox dann wieder fit war. Und dann dachte ich mir so, ey, sag mal, wenn Nox sich Corona holt, hole ich es mir auch mal. Ich war jetzt 2 Wochen lang krank mit Corona. Also daher, ich weiß nicht, warum keine Folgen kamen. Ja. Man hat ein bisschen gelitten, ne? Das hat sich bemerkbar gemacht. Aber bei uns beiden auch ziemlich knallhart. Also jetzt mal nicht, dass wir jetzt irgendwo krank waren, geboostet oder sonst irgendwas, sondern hauptsächlich war es bei mir platt sein. Ja, bei mir auch. Also das war Besuch der Geistergüte, saß auf der Brust und hat mich auch nicht mehr aus dem Bett gelassen. Das klingt jetzt falsch, ich meine aber damit, dass ich Corona hatte. Also ich war wirklich 16 Stunden lang am Schlafen. Also ich habe mich wirklich zerrissen. War nicht ganz geil. Ja. Wahnsinn, aber. Was der Körper damit einmacht. Aber. Wie er grinsen lässt. Ja, aber. Wir waren ja nicht unproduktiv in der Zeit. Ja. Wir haben natürlich ein bisschen, jeder für sich, ein bisschen überlegt, was soll in Zukunft passieren mit dem Podcast. Hoffe ich jedenfalls. Nein. Wir können ein bisschen ruhiger machen, muss ich mal eben sagen. Mhm. Also, Off-Talk für dich jetzt mal kurz. Wir können ein bisschen entspannter rangehen. Ja, was ist angeschrieben in Zukunft? Also auch fürs Jahr 2024. Ja. Gut, also so insgesamt, wir haben natürlich unsere alten, ich zumindest habe die alten Podcasts mir nochmal angehört. Ich habe natürlich die Millionen und Abermillionen an Kommentaren und Feedbacks durchgelesen. Könnte mehr sein. Ja, gut, aber das ist alles okay. Das ist nicht das Problem. Man kriegt ja auch Feedback über andere Wege mit. Ne? Genau, aber an der Stelle, also wir wollen, oder wir haben insgesamt gesagt, wie können wir es eigentlich ein bisschen besser machen, ein bisschen angenehmer für uns als auch für den geneigten Zuhörer. Das bist du. Genau, der zuhört gerade. Die Person, genau du. Ja, genau, du hast dich halt angesprochen fühlen. Jetzt setz dich schon mal gerade hin, das ist wichtig. genau, wir haben aber letztendlich gesagt, wir wollen kürzere Folgen machen. Ja. Also maximal eine Stunde. Ja. Wenn wir mit einem Thema nicht durch sind, dann eher den Cut zu machen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir Punkt einer Stunde aufhören. Es könnte jetzt auch mal sein, dass eine Stunde 10 ist. Aber wir wollen nicht mehr so 2-Stunden-Dinger machen. Oder länger. Ja, auch wenn es cool ist, ist es halt einfach für jemanden, der es zuhören möchte, einfach extrem schlimm. Ja. Ja.
Und außer wenn man es nicht gerade am Stück hört, wo war ich stehen geblieben und ach, was war das Thema? Ja gut, aber da gibt es ja noch eine andere Sache für. Ja. Aber grundsätzlich ja, also kürzer, ja, und dann im Zweifelsfall aufsplitten oder wenn wir noch merken, dass wir viel zu reden haben, dann machen wir noch eine zweite Folge draus. Und ja, das bedeutet natürlich auch, dass wir von den Themen her gesagt haben, okay, wir wollen trotzdem jetzt nicht uns irgendwo drosseln. Also, wir machen 2 Folgen pro Monat. Ja. Es wird dann wie folgt laufen. Eine Folge kommt Mitte des Monats und eine am Ende des Monats. Und zwar immer mittig und immer Ende. Das heißt, immer am letzten Tag des Monats und immer am, war es 15. war es? 15. 15. Ja, 15. ist es immer. Egal wann, ist es immer am 15. des Monats und am Ende des Monats eine Folge. Genau. So. Macht natürlich dann auch wieder das Thema thementechnisch. Also, klar, zum einen mit der Zeit, zum zweiten dadurch, dass da 2 Folgen, jedenfalls 2 Themen pro Monat sind, haben wir dann auch gesagt, macht Sinn, sich nicht immer die ganz großen Themen rauszusuchen, sondern wir splitten das ein bisschen auf. Ja. Wir machen einmal eher so ein kleineres Thema, so ein bisschen was leicht verdauliches und einmal ein bisschen was Größeres, wobei wie groß. Wir haben ja noch unser Resi-Special, was noch nicht fertig ist. Special, nicht Serie, würde ich eher sagen. Ja, Miniserie, ja, also Special, ja. Special Miniserie. Ja. 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 Ob das tatsächlich dann so groß wird, das wissen wir an der Stelle noch nicht so genau. Da lassen wir uns ein bisschen durch die Themen gleiten. Bedeutet aber auch, dass wir hier nochmal den Aufruf. Ich würde ganz gerne so ein bisschen nochmal nochmal dazu aufrufen, gebt uns ruhig Feedback. Ja. Immer. Weil wenn von den 2 Millionen Zuhörern mal so 1% Themen reingibt, dann haben wir natürlich auch den ganz großen Vorteil. Auch was so vielleicht mal interessantes, spannendes, wo wir noch gar nicht dran gedacht haben. Ja. Wäre schön. Ich weiß ja, dass das Spaß gemeint ist, ne? Aber bei 2 Millionen und dann 1%. Sympathie. Sorry. Das wäre ein Party. Aber ja, nein, aber es ist tatsächlich also auch so in bestimmten Richtungen zu sagen, okay, pass mal auf, find die Idee mit der Stunde, dass es die Folgen kürzer oder angenehmer zu schauen ist besser. Oder nicht. Sowas auch mal gerne als Information für uns da lassen. Wäre auch ganz cool. Ja, genau. Auch so in Richtung Tempo. Es ist gut. Sollten wir schneller reden, sollten wir langsamer reden. Ja, heute sind wir ein bisschen schnell. Heute sind wir ein bisschen schnell. Irgendwie. Also, das ist dringend. Also, ich hab richtig Spaß. Ja. Ich habe mich richtig drauf gefreut, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Kann sein, dass ich heute ein bisschen aufgeregter und dementsprechend ein bisschen schneller bin, aber ja. Ja. Leidenschaft. Ja. Ja, also mit dem kleinen und großen Thema ist auch sowas gemeint, wie die Miniserie Resident Evil, die wir haben. Die braucht mehr Zeit und damit können wir mehr gewährleisten, dass so etwas kommen kann. Soll nicht heißen, dass es dann immer passiert, sondern es kann eher passieren, dass wir da mehr darauf hinarbeiten können. Hört sich merkwürdig an, ist im Nachhinein eigentlich. Sundas und ich haben uns da ein bisschen ausgetauscht. Wir wissen genau, was damit gemeint ist. Wenn man es noch nicht verstanden hat, ist okay. Man wird es merken, wenn es passiert. Genau. Ja. Aber auch an der Stelle in Richtung Ideen oder sonst irgendwas, also kann natürlich, klar, also man hauptsächlich reden wir über Spiele, aber auch über Filme, Serien, popkulturelle Themen, wenn irgendwas ganz, ganz Spannendes ist, warum nicht? Ja. Auch mal komplett Fragen in Richtung
Keine Ahnung. Ja. Was bestimmte Genre, bestimmte Spiele, wenn da jemand sagt, Mensch, hab ich Bock drauf. Ich möchte jetzt mal was ganz Bestimmtes hören. Ja, warum nicht? Ja, genau. Aber nicht nur. Also wir haben, sind auch offen für also Themen, die nicht im Gaming-Bereich, nicht in der Popkultur hängen. Ne? Hatten wir ja auch schon. Ne? Ich sag nur, die grandiose Folge Helene Fischer und die Bundeswehr. Die war wunderbar immer noch. Finde ich immer noch toll. Ja. Genau. So, was beschäftigt uns im täglichen Leben? Genau. Oh. Müssen Ampelmännchen wirklich rot und grün sein? Okay. Ja, die hat, aber es hat einen Grund. Und jeder mit einer Rot-Grün-Schwäche sagt, nee. Nein. Selbst, das ist ja jetzt unter anderem für die gemacht. Ja. Aber egal. Wir schweifen ab. Wir schweifen genau. Zu sehr ab. Genau, also von daher, ja. Ja, haut's in die Kommentare. Gerne ein, wie gesagt, Feedback, Ideen, Wünsche. Gerne mal einfach reintickern. Jo. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ja. Da muss ich gerade schon lachen. Wir haben hier einen Text, vor allem so ein paar Notizen für uns liegen und beide können darauf zugreifen, darum muss ich gerade lachen, aber ich sehe gerade, was Noss markiert hat und sich denkt so, verdammt, wie werden wir das jetzt rüberbringen können? Ja, du, Jörg, ich habe jetzt schon so viel erzählt, ja. Erzähl doch mal. Falls noch keiner mitbekommen hat, Mitreden bei Blutigem Halbwissen hat auch einen eigenen Kanal. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Das habe ich, glaube ich, mal erwähnt in irgendeiner Folge, die nicht so ganz richtig online war. Die Re-Upload-Folge, glaube ich. Auch nur so ein Nebensatz. Aber wir haben einen eigenen Kanal. So, da wir ja ab und an viel Themen-Hopping betreiben, das heißt, sprich, wir springen von Thema zu Thema, haben wir uns überlegt, wir machen einen eigenen Kanal, wo diese Videos geschnitten raufkommen. Sprich, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, wie jetzt gerade eben Helene Fischer und die Bundeswehr. So die Bundeswehrgeschichten von dem lieben Noss kommen dann so gesehen in ein eigenes Video. Es ist angenehmer zum Gucken, weil man einfach nur sagt, cool, das könnte mich interessieren, das höre ich mir an. Das heißt, wenn jemand diese ganzen Folgen nicht in einem Stück hören möchte, kann er dann auch später auf den Mitreden bei Blutigem Halbwissen Kanal gehen. Da ist jetzt aber nichts passiert. Die letzten Monate, weil ich da nicht so die Zeit für hatte. Und der andere schwitzt schon gerade, ich sehe das, ohne dass ich eine Kamera habe. Und ich gebe diese Aufgabe jetzt mal einfach weiter, dass da Content kommt an den lieben Noss. Nein. Also, wir suchen einen Kanal. Nein, also es ist halt, ja, wie gesagt, ich habe dir das ja schon mal erzählt, das ist kein großes Hexenwerk, da eben schnell Videos zu machen. Ne? Ich kann dir auch die Quelldateien geben dafür. Es geht ganz einfach. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Nur, ich habe nicht die Zeit dafür gehabt. So, ne, das noch und dann noch all möglichen anderen Shit, den ich habe. Privat, das ist halt so ein bisschen ui. Wir formulieren es einfach mal so, ich darf mich auch ein bisschen mehr einbringen, ja. Und darf mich mit dem Thema Schneiden von Videos beschäftigen. Ja, im kleinsten Mittel, also im kleinsten Teil. Es ist halt ein Schnitt setzen. Ja. Den Rest löschen und rendern. Ja, klar, logisch. Aber, aber da kommen dann hoffentlich mehr Videos als von mir. Ne? Ja, aber es auch dies braucht noch ein bisschen Zeit, weil Noss muss sich da ja auch erstmal reinfuchsen. Für dich ist das ja komplettes Neuland, ne? Ja, absolut. Darum, also geduldet euch. Ihr könnt ihn gerne abonnieren, den Kanal schon mal. Das ist super, weil dann verpasst ihr definitiv nichts, wenn was kommt. Weil dann kommt was, wenn was kommt.
Es kommt, was ja, anders kommt. Danke. Ja, es ist halt, ja, wir haben uns halt noch nicht zusammengesetzt, wie das funktioniert. Ich würde ihm das nämlich alles zeigen, dir besser gesagt zeigen, als noch ein bisschen, dass du so ein bisschen reinkommen kannst. Aber haben wir noch nicht gemacht. So. Genau. Aus den eben genannten Gründen. Ja, auch, genau, aus den anderen genannten Gründen. Warum hatten wir noch keine Zeit dafür? Ach so, warte. Ja. Ja, reicht auch. Das Jahr hat schwierig angefangen, aber jetzt das Jahr wird wieder zurückgebounced. Das Jahr hat gut angefangen, echt. Ja, das war ein Top-Jahr. Könnten wir auf 2025 springen? Skip. Nee, noch nicht. Nein, einmal noch nicht. Nein. Ja. Genau, aber letztendlich, ja. Wenn wir schon von davon reden, so, ja. Ja, so 2024. Ja, was war denn eigentlich 2023? Ja. Also bei mir hat's ja katastrophal aufgehört mit dem ganzen Umzug. Also, ja. Ja. Das neue Jahr hat angefangen, wie das alte aufgehört hat. Ja, gut, aber das hast du jedes Jahr. Das sagen hundertprozentig wirklich die Hälfte der Leute, die ich kenne, sagen jedes Jahr, egal, und es ist immer unterschiedlich, ja, das Jahr hat so angefangen, wie es aufgehört hat. Totaler Rotz, oder? Es lief super gut. Das ist so, es gibt nur zwei Seiten der Medaille. Ja. Die Münze fällt nie auf die Dings, auf den Rand. Sondern immer nur auf eine Seite. Und dann sitzt er da und denkt dir, ja, okay, klar fängt das Jahr scheiße an. Im wahrsten Sinne des Wortes, es fängt wirklich schlecht an. Ja. Aber heißt es, dass es so bleibt? Nein. Ne? Das ist so, ich bin eigentlich Pessimist, aber da sehe ich es optimistisch. Ja gut. Ein Stück weit haben wir es auch selber in der Hand, also richtig. Müsste man sagen, wenn es so schlecht weitergeht, dann wäre es echt mit Vorsatz. Ach, apropos Vorsatz. Ja. Ja. Wir haben ja 2023 haben wir irgendwie anders angefangen. Ja. Ja. Da haben wir ja deutlich, oder eine Jahresbeginnfolge, Neujahrsfolge, haben wir ja ganz anders aufgebaut. Ja. Dann haben wir uns über Vorsätze unterhalten. Ja. Das machen wir dieses Jahr nicht. Nein. Und zwar nicht, weil wir jetzt sagen, so, oh, ja, bloß kein Druck oder sonst irgendwas, nein, sondern irgendwie, das weiß ich nicht. Also für mich persönlich hat es sich nicht richtig angefühlt. Jetzt wieder zu sagen, komm, jetzt machen wir Vorsätze. Ja, nicht im Februar. Nicht im Februar. Das hätte dann sowieso keinen Sinn gemacht. Darum ist das Ding auch keine Neujahrsfolge. Aber, ne, das ist halt Vorsätze. Genau. Entsprechend, was kommt in diesem Monat raus? Final Fantasy VII Rebirth. Da machen wir ein Mitreden bei Blue Team Halbwissen Rebirth und sagen... Neue Start! Ja, Staffel 2, yay! Yeah. Staffel 2, yeah! Das hat sich nichts verändert, aber es sieht genauso gleich aus, yeah! Geil! Ja, Vorsätze. Aber zumindest haben wir ja gesagt, Vorsätze und ja. Damit wir das Thema aber zumindest abschließen. Wir hatten uns Vorsätze gegeben. Mhm. Und damit wir jetzt zumindest sagen, ob wir es erfüllt haben oder nicht, haben wir das noch als Thema. Joa, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Nee, mach du mal bitte. Ich mach mal. Du siehst da offensichtlich auch warum. Okay. Also, letztendlich Vorsätze. Ja, was hattest du eigentlich für Vorsätze? Für diejenigen... Ja, genau, ja, da kann man sich natürlich die Neujahrsfolge von 2023 ja, jetzt. Ja, das wäre doof. Das ist aber doof. Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der hier zuhört, natürlich jede einzelne Folge in- und auswendig natürlich. Kennt, auswendig gelernt hat. Dementsprechend die bei mir kommt in Deutschunterrichten vor. Alter, literarische Meisterwerk. Nein. Ja, okay. Genau, ich habe gesagt, ich will abnehmen. Und ich will Work-Life-Balance. Hinkriegen. Ja. So. Gewichtsreduktion habe ich tatsächlich geschafft.
Ich habe insgesamt 12 Kilo abgenommen. Mhm. Das war so nach drei Viertel des Jahres. Respekt. Danach war ich so stolz Respekt. Auf mich, dass ich mir ein paar Burger zu viel gegönnt habe. Ach so, ich habe den Satz bei dir gar nicht hier verstanden. Das ist ja mega witzig. Sorry. Ja, also ich habe wieder draufgepackt. Also zuerst, ich habe den Kampf verloren, aber die Kilos, die ich verloren habe, habe ich wiedergefunden. Ja. Also ich bin letztendlich wieder 6 Kilo oben drauf. Ja, also unterm Strich aber, gesehen habe ich nur 6 Kilo abgenommen. Ja, gut, aber 6 Kilo abgenommen in einem Jahr, ey, Mann, das ist trotzdem ordentlich. Also unstabil abgenommen. Also du hast ja immer noch so den da muss man einfach mal klatschen. Ne? Da muss man einfach mal klatschen. Also da muss man wirklich klatschen. Das ist also 6 Kilo im Jahr. Das hört sich extrem an. Also extrem wenig an, in Anführungsstrichen. Aber es ist normal in Ruhe abgenommen. Ja. Ohne dich jetzt halt diesen Ohr, ich muss jetzt hungern, gefühlt. Was ja falsch ist, ich weiß. Aber man versteht den Sinn dahinter hoffentlich. Oder dieses radikal umstellen. So, was keinen Sinn macht. Sondern ja, einfach. Ja, aber diese extremen Veränderungen sind meistens zum Scheitern verurteilt, ja. Weil du sie dann irgendwann nicht mehr einhältst oder sagst, okay, jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist wieder normal. Ja. Und dann packst du sie darauf. Da hat eben dieser Julian. Ja, das ist ja, jede Diät ist ja auch Bullshit. Jede Diät macht keinen Sinn, weil Diäten ist falsch interpretiert. Die Leute denken immer nach ich mache eine dreiwöchige Spargeldiät. Ja, und was machst du danach? Ach so, ganz normal wieder vor. Ja, cool, da hat ja keinen Sinn. Eine Diät ist eine komplette Nahrungsumstellung. Also eine Umstellung der Ernährung. Die geht nicht nach drei Wochen vorbei, die geht, wenn es gut läuft, länger. So ein paar Jährchen. Genau, oder das ist aber letztendlich das, was man sich gedanklich dann irgendwo einfach mit reinziehen muss. Auch so dieses Weihnachten, boah, da wird man immer dick. Nein, man wird innerhalb von einer Woche nicht komplett dick. Du haust dir schon ordentlich was rein. Der Körper hat ordentlich zu arbeiten. Es ist schon okay, dass man sagt, ja, man wird dicker. Es ist nach einer Woche, kann ordentlich passieren, wenn du jeden Tag, weiß nicht, 50 Teller essen musst. Ne? Aber letztendlich viel wichtiger ist halt eben, dass es langfristig läuft. Genau. Dass man irgendwo einen Weg findet und sagt, okay. Bei mir war es jetzt zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich tausche Essen aus. Mhm. Na, also so nach dem Motto, nicht. Jetzt hat er vom Beyond dazu, Meat, hat er jetzt wieder auf normales Meat umgestellt. Ja, genau. Nein, also ich bin letztendlich hingegangen und habe gesagt, okay, also alles, was jetzt so Kartoffeln, Nudeln, Reis ist, habe das ersetzt halt eben durch mal einen Blumenkohl dazu, mal Brokkoli und so weiter und so fort. Ja. Schmeckt mir persönlich, mag ich persönlich. Jo. Das hat alleine schon viel gebracht. Ja, das ist ja dieses Ernährungsumstellen, nicht dieses Radikale, weil es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Genau. Ja. Also auch durchaus in Richtung das typische frisst die Hälfte, die FDH-Diät. Das ist die beste Diät. Die sollte man sich einfach nur einhalten und das, den Teller nur halb voll machen. Genau, und trotzdem an der Stelle dann irgendwo sagen, okay, aber nicht so auf kompletten Zwang und du hast ständig Hunger und bist dann irgendwo mies gelaunt oder sonst irgendwas, sondern einfach mal so Stück für Stück reduzieren. Ja. Also auch das hat viel bei mir gebracht und ich weiß nicht, ich bin irgendwie auf den Trichter gekommen, so irgendwie Zucker so ein bisschen zu reduzieren. Industriezucker oder allgemein Zucker? Also Zucker allgemein. Also allgemein Zucker, also so zum Beispiel Schokolade. Ja, das ist aber, nein, das ist Industriezucker. Das ist Industriezucker. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Riesenunterschied, weil Industriezucker macht dich süchtig. Also extrem süchtig. Mhm. Und das heißt, du hast viel Kopfschmerzen gehabt? Tatsächlich gar nicht. Oh, Glück gehabt. Eigentlich kriegst du davon nämlich von diesem Zuckerentzug Kopfschmerzen. Da hat The Changeman ein cooles Video dazu gemacht. Das musst du dir mal angucken. Der hat, glaube ich, einen Monat oder so auf Industriezucker verzichtet. Mhm. Der ist durchgedreht. Weil es ist halt, in dem Falle ist es halt eine Droge für den Körper, der Zucker. Und wenn der auf einmal weg ist, ja, also der Industriezucker, ne? Der sagt, ey, du hörst jetzt damit nicht auf. Ja. Darum greift man ja so viel in die Süßigkeiten oder Chips wieder rein. Weil es
Industriezucker. Ja, und wenn man reingreift, dann kann man nicht wieder aufhören. Genau, das ist dieser Industriezucker, weil der Körper denkt, oh geil, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Ja, ja. Also von daher, aber muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe einfach gesagt, Mensch, ich habe keinen Bock drauf. Auch nicht so dieses, ich will jetzt komplett aufhören, sondern ich habe gesagt, naja, wenn ich Bock drauf habe, dann habe ich Bock drauf. Reduzieren. Einfach nur reduzieren. Genau, und ich habe einfach gesagt, Mensch, ich kaufe jetzt nicht immer irgendwas, hab's in der Schublade rumliegen und dann greifst du schnell dran. Mhm. Ich habe einfach gesagt, Mensch, wenn ich Bock drauf habe, dann kaufe ich's. Ja. Und alleine das war schon eine Hemmschwelle, zu sagen, nee, also da habe ich jetzt echt, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf. Oder ich habe jetzt nicht nochmal Bock loszufahren. Oder loszugehen. Genau. Je nachdem. Mhm. Und habe irgendwie gemerkt, Mensch, das ist doch relativ einfach für mich, dass ich sage, nee, brauche ich jetzt gerade nicht. Oder, ja, wäre schon schön. Trotzdem habe ich mir zwischendrin mal natürlich so Gummibärchen geholt. Oder mal, was weiß ich, irgendwie die Schaumküsse oder sonst irgendwas. Also, ne, ich habe jetzt nicht gesagt, so, nee, ich mache jetzt gar nichts mehr. Sondern, wenn ich wirklich richtig Lust drauf hatte, habe ich gesagt, okay, gönne ich mir mal. Mhm. Aber nachdem ich es dann auch gegessen habe, habe ich gedacht, so, boah, ja. Reicht jetzt auch wieder für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Da habe ich eine Arbeitskollegin, die tut auch immer so, als wäre genau so. Ja, ich habe hier so viel, ich esse nicht so viel Schokolade oder Süßigkeiten im Jahr. Aber jedes Mal, wenn Süßigkeiten da sind, greift er rein. Ja, würde ich mich auch selber überhaupt nicht von freisprechen. Also wenn es irgendwo eine Möglichkeit gab, habe ich auch dran gegriffen. Alles gut, ja. gar kein Problem. Aber alleine durch diese Reduzierung, alleine, dass du sagst, so dieses... Es muss nicht immer die 100% Lösung sein. 80% Reduktion reicht auch. Jetzt reicht doch eine 70. Jetzt reicht doch eine 50. 50 ist schon viel. Aber das zum Beispiel alleine waren innerhalb von 2 Monaten so ungefähr 3 Kilo, die ich abgenommen habe. Ich habe den Rest hab ich nicht verändert bis dahin. Ja gut. Ich habe angefangen mit dem Ersetzen von Essen halt eben durch mal ein bisschen einfach Gemüse mit dazu. Mhm. Ja. Das alleine waren auch schon irgendwo 2-3 Kilo. Mhm. So, dann halt eben den Zucker, dass ich wirklich gesagt habe, oh nee, ne, irgendwie, es muss jetzt nicht irgendwo immer bereit liegen. Ja, wenn ich Bock drauf habe, hole ich es mir. Habe ich es mir auch geholt, sage ich auch ganz ehrlich. Ja, gut, ja. Gibt der Sünde nach, ne? Ja, so dieses typische, ne, dieser Cheat Day oder sonst irgendwas, ne, wie man es auch immer nennen mag. Aber ich habe wirklich gesagt, so, hey, frisch vom Frühling, frei. Wenn ich Bock drauf habe, hole ich es mir. Und habe irgendwie nicht das Bedürfnis gehabt, mir das direkt reinzuschieben. Oder dann zu kaufen und zu sagen, boah, geil, jetzt habe ich es wieder. Sondern irgendwie aus einem normalen Prozess heraus zu sagen, nee, muss jetzt gerade nicht sein. Hm. Na gut, wie gesagt, respektabel. Also es ist Willenskraft, die, ja. Ja. Und auch nicht dieses extreme schuldig fühlen, wenn dann mal los, peitsch dich selber aus, züchtige dich dafür, dass du einen Schokolade gewinnst. Ich habe einen Bußgürtel. Nein, alles gut. Ich habe Buße getan. Nein, aber ja. Ja. Okay. Ja, gut, das ist wie gesagt also respektabel. Das muss man Respekt zollen. Trotz alledem, auch wenn du gesagt hast, dass du ne, wieder was drauf gekriegt hast, also die Hälfte nur abgenommen hast von dem, was du eigentlich abgenommen hattest, ist trotzdem respektabel. Ja, also von daher, sag ich mal, finde ich persönlich gut. Hast du ja, geschafft. Hast du gut geschafft, ja. Und ja, so ein bisschen dann Menge reduzieren, also so ne, 10% weniger, 20% weniger, weißt du. Ne, in der Form, da bin ich auch noch an der Stelle dran. Es wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was geben. Aber insgesamt einfach auch so mit einem guten Gefühl und ja, ich bin trotzdem satt, ich habe kein Hungergefühl, alles super. Also von daher, ja. Auch wenn Ziel jetzt nicht geschafft, aber trotzdem auf dem richtigen Wege mit gutem Gefühl, ist glaube ich auch viel wert. Ich meine, gut, Vorsatz, ne, ist ja nicht Ziel. Ja. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ja, also wie gesagt, ist ja kein Sprint, ist ja ein Marathon. Ja, absolut. So. Ja, und dann aber auch nebenbei, ein zweites Ziel von mir, zweiter Vorsatz von mir war Work-Life-Balance. Weil ich gesagt habe, irgendwie zu viel arbeiten und ja, irgendwie so, das Privatleben liegt irgendwie ein bisschen brach an der Stelle. Muss ich tatsächlich sagen, hat sich extrem gut für mich entwickelt. Oh. Durch auch, sag ich mal, in Richtung arbeitstechnisch hat sich bei mir ja, etwas Passendes dazu ergeben. Also ich habe jetzt nicht den Job gewechselt, sondern einfach nur bei mir die Tätigkeiten haben sich ein Stück weit verändert. Das ist bei mir normal. No. Und habe auch jetzt im letzten Jahr was gefunden, wo ich gesagt habe, okay, ich kann runterfahren, ich kann meine Stunden reduzieren, dass ich nicht mehr als 8 Stunden arbeite.
Auch in diesem Jahr an der Stelle wieder was gut läuft. Klar ist mal irgendwo ein Tag dabei, wo es mal ein bisschen stressig ist. Ja gut, aber das kannst du immer. Es gibt immer Ausnahmetage, wo man einfach mal mehr erfordert wird und dann geht's wieder. Ja, genau. Danach ist wieder alles ruhiger. Genau, aber nicht so wochenlang durchpowern. Ja, nicht dieses Crunch. Ruhiger, ne? Dieses Crunch halt. Dieses auf Zwang jetzt 10, 12 Stunden Tage, weil du musst es schaffen, du musst fertig. Das hast du halt, das ist halt tödlich. Das ist tödlich. Also da muss die Welt aber auch weg. Mal was Kritisches gesagt. Ja, absolut. Ja. Das hält keine Aufdauer durch. Nee, das ist, ja, der Crunch ist halt real dann. Der tötet halt auch. Der macht Leute halt wirklich psychisch fertig. Ja. Ja, aber ansonsten, das, was ich dann an Freizeit dazu gewonnen habe oder an Privatleben, habe ich natürlich auch wieder toll investiert in meinen ganzen Umzug. Ja, gut, aber das ist halt auch für eine größere Tätigkeit gewesen, ne? Also, ja. Ich wollte, also, das ist halt dann, ne, Work-Life-Balance mäßig ist ja trotzdem, du hast ja, ist ja live. Wohnung ist ja live. Ja. Genau. So, das ist halt, es ist schon. Investiert in eine Sache, die ja am Ende wieder gut tut. Also. Genau, und irgendwo ist ja auch ein bisschen Spannung mit dabei. Also, um jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also meine Küche ist noch nicht fertig, ne? Da ist noch ein bisschen was, das ist Zeit, die jetzt noch ins Land geht. Ich fühle mich extrem wohl in der neuen Wohnung. Also das ist natürlich auch so ein bisschen dieser Wohlfühlcharakter. Ich habe noch keine passende Deckenlampen gefunden. Auch da ist ein bisschen, weißt du, klingt jetzt irgendwie banal, aber einfach mal durch die Läden durchzulaufen und sich die Sachen anzugucken, macht ja Spaß. Soll ich dir was erzählen? Ich wohne jetzt seit vier, ich weiß nicht, wie viele Jahre in dieser Wohnung. Ich habe in diesem Raum, wo ich sitze, immer noch keine Deckenlampe richtig. Also da hängt die Lampe immer noch runter von der Leitung runter. Also es ist nicht schlimm, es ist halt nicht, ne? Erkläre ich dir irgendwann mal privat, warum ich hier keine anbauen kann, aber es ist halt mega witzig. So, es ist, stört auch halt mich nicht persönlich. Okay. Ja, in anderen Räumen ist, also da ist nicht alles gut, aber in diesem Raum halt einfach nur so, da gucken die Leitungen noch mit raus. Mega witzig. Ja, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich sowas Cooles dann. Ja, genau. So. Und ansonsten ein bisschen Einrichtung und das kannst du noch machen und hier kannst du noch was machen. Jo. Also. Ja, du bist halt so ein Deko-Fan, ne? Ich bin ein Deko-Fan, ja. Du magst es zu dekorieren. Nein, nein. So, ich hab Pflanzen in der Wohnung, ne? Oh Gott, bei mir hat noch nie eine Pflanze überlebt. Bei mir auch nicht. Das sind Plastik. Ah, okay. Aber alle denken, es ist echt. Das ist mega witzig. Ey, du hast ja eine Pflanze. Nein, das ist Plastik. Ja. Ja, weiß ich nicht, Plastikblumen, also. Ey du, die sind nicht schlecht, die ich habe. Also tatsächlich, die sind gut. Die machen halt ein bisschen was her. Sie sind ein bisschen mehr Wohlfühlfaktor. Wenn du dann, weiß ich nicht, im Wohnzimmer habe ich noch neben Lowboard, wo der Fernseher drauf ist, noch einen Schrank. Da steht jetzt meine Switch mit drauf und da steht auch halt auch eine Blume drauf. Das ist halt aber so, ne? So. Es sieht halt einfach angenehmer aus fürs Auge. Ja. Ja. Hast du dich für eine Orchidee entschieden oder für eine Rhododendron? Ich habe keine Ahnung, was das für ist. Ich habe keine Ahnung. Eine grün mit ein bisschen Farbe drin. Punkt. Das ist die eine Sache, die mir ist. Ich sollte einfach nur so ein bisschen Farbgebung reingeben in den Raum. Ja? Also früher hatte ich den Einrichtungsstil Peng Shui, heute habe ich den Einrichtungsstil Feng Shui. Ja, nee, aber es ist ganz, also kann ich dir mal empfehlen, so wenn du so sagst, okay, ein bisschen Grün musst du auch mal reinhaben, so ein bisschen Farbe reinzubringen in die Wohnung. Wirklich Plastikblumen, wenn du sagst, bei dir hält keine Blume durch, Plastik. Dafür gibt's es, dafür ist es gemacht. Ich habe auch nicht die Zeit, für mich die verdammte Blume zu kümmern.
Ja. Das geht nicht. Ich habe in meinem Wohnzimmer habe ich zum Beispiel einen kleinen Bonsai stehen. Aus Plastik. Glaubst du, ich könnte mich um Bonsai kümmern? Das Einzige, wo ich mich drum kümmern könnte, wäre ein Kaktus. Hinstellen und das Laufen. Den nehme ich aber dann auch mal mit. Ah ne, das war wirklich eine Blume, oder? Bei Leon der Profi? Ach, der Profi, das war... Ja, ich weiß. Ja, okay. Ja, ist egal. Ist aber doch eine Blume gewesen. Und nee, hat er eine Blume gehabt oder einen Kaktus? Ja, war eine Blume. Ja, wer hat irgendeinen Filmcharakter, hat immer einen Kaktus? Ist auch egal. Ist egal, lassen wir das. ja. Okay. So, weiter geht das. Ja, dann hauen wir raus. Was wollen wir denn hier? Vorsätze, Entschuldigung. Ja, also meine Ziele des Jahres habe ich nicht erreicht. Also meine Ziele waren halt, meine Page weiterzubringen. Das wurde geändert. Ich habe angefangen, einen Führerschein zu machen. What? Du, Jörg hat keinen Führerschein. Nein, ich habe keinen Führerschein. Da bin ich aber bei. Ist auch ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. Muss ich aber jetzt mal wieder ran. Und darum habe ich das so gesehen gewechselt, also Japanisch weg und Führerschein. Aber da, wie gesagt, da bin ich noch bei. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Das ist nun mal so, ne? Gut Ding, wir weiter haben. Ja, und der Rest? Machst du schon Praxisstunden? Nee, noch nicht. Nee. Hat den Grund, nö, ich habe noch nicht die Theorie fertig. Fertig. Hm? Ja, klar, du musst ja erstmal eine Mindestanzahl an Theorie. Nee, so habe ich. Ich mir will nur noch ein paar Dinge, aber ich mache erst die Prüfung, die theoretische Prüfung. Achso, ich habe das ich habe das so mit der Fahrschule so geklärt, geregelt, also es gibt mehrere Modelle, Hybrid, also sprich, du machst beides gleichzeitig, also dual, sprich Praxis und Theorie gleichzeitig. Hat sie aber gesagt, empfehle ich dir nicht, weil ich gesagt habe, ich habe noch nie in einem Auto gesessen. Okay. So, und dann hast du das Problem, dass zwei Welten aufeinander knallen, ne, weil Theorie und Praxis ist ein Riesenunterschied. In der Theorie hältst du 1,5 Meter oder 2 Meter Abstand vom Fahrradfahrer, in der Praxis kannst du es nicht immer. In der Theorie sollst du es aber immer. Ne, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Darum erstmal auf Theorie fokussieren, dann auf die Praxis. Weil dann kannst du von Null in Ruhe starten mit Praxis. Das ist so, ne? Ist auch gut. Ja, also darum, und das Problem, ich muss mich noch anmelden und. Und ich habe, wie gesagt, ich bin da ein bisschen eingeschlafen. Auch wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe es tatsächlich genau andersrum gehabt. Bei mir war Theorie und Praxis gleichzeitig. Ja. Und in meiner ersten Praxisstunde hieß es auch direkt, ich komme ursprünglich vom Land. Ja, genau das ist es ja, der Unterschied. Das ist der Riesenunterschied. Also war alles okay, ne? Alles gar kein Thema, aber ne, dann hieß es an der Stelle, ja, dann fahren wir jetzt mal auf der Landstraße halt eben ein bisschen. Und ich bin gefahren, 100, 120, 130. Dann sagt man, du fährst hier deutlich zu schnell. Ich sage, echt, okay. Ja, wie schnell darf man auf der Landstraße fahren? Ich sage, keine Ahnung, die Theorieunterricht hatte ich noch nicht. Hat mein Vater erstmal dicke Backen gemacht, hat gesagt, wir bleiben mal unter 100. Ja. Ja. Und in der nächsten Theoriestunde kam er dann um die Ecke und meinte so, ja, aus gegebenem Anlass heraus sprechen jetzt erstmal über Tempolimits. aber das ist ja ein feiner Unterschied. Wenn Leute, die vom Land kommen, die sind eher dazu geneigt, beides gleichzeitig zu machen, also dual. Und ich bin ja eher Stadtkind und ich sage, okay, pass mal auf, fokussiere ich mich auf eine Sache. Ja. Ob es jetzt besser ist oder schlecht ist, das ist der ewige Beef zwischen Land und Stadtkind. Geht mir nicht auf Nerven damit. Sorry, aber es ist so, mein Gott, dann ist das halt so, dann hat der eine mal das, der mal das, ja, mein Gott. Jeder muss es für sich entscheiden. So, und ich habe gesagt, pass auf, ich saß noch nie in einem Auto richtig, also als Beifahrer schon, aber noch nie im Fahrersitz. Lass mich erstmal Theorie machen, dann die Praxis. Dann ist es ruhiger, angenehmer, ich kann mich auf eine Sache konzentrieren und dann läuft es halt besser. So, fertig.
würde ich auch im Stadtverkehr immer empfehlen, weil in der Stadt passiert einfach mehr. Ja, du hast halt... Du fährst einfach, es sind weniger Autos auf der Strecke im Stadtverkehr. Ja, also, das ist Horror. Darum. So, dann Vorsätze. Dann fangen wir mal weiter an mit dem Thema jetzt. Hopp, hopp, hopp. Am Rollenspiel habe ich, glaube ich, 30 Minuten dran gearbeitet, das ganze Jahr über. Ich habe einfach... Hey, 30 Minuten! Ich habe einfach... Ja, und dann saß ich davor und ich habe literally, glaube ich, eine Zeile Code geschrieben. Also mehr war es nicht. Gott, Mode, gleich 1. gefühlt war es nicht das, aber gefühlt war es in der Richtung so if taken und so weiter. Also wirklich, ist das und dann das und das. Mehr war es nicht. Und dann habe ich das Ding gespeichert und geschlossen. Und seitdem habe ich es nicht wieder richtig geöffnet. Also da war es eher so ein bisschen, Ernährung. Das Jahr ist rumgegangen. Ich bin auch ein bisschen weiser geworden. Als Mensch. ich habe nämlich am Anfang des Jahres gedacht, jo, alles klar, mache ich einen Sprint. Darum habe ich vorhin gesagt, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Aber bei mir hat es nämlich nicht funktioniert. Ich habe meine Ernährung nicht umgestellt, ist nicht gesünder geworden. Genauso wie der Energy-Konsum. Ja, der ist jetzt nicht gerade runtergegangen. Ja, es ist aber halt geschuldet tatsächlich, dass ich extreme Schlafprobleme habe. Kann ich mal erzählen, ne? Schlafprobleme. Und halt dadurch, ohne Koffein und Willenskraft würde ich nicht stehen sitzen. Also, nein, es gibt Tage, wo ich wirklich 3 Stunden schlafe oder 2. Und dann arbeite ich noch, ne? Und dann gehe ich abends noch zur Fahrschule. Das ist pure Willenskraft. Und mehr YouTube-Videos machen. Was ist denn daraus passiert? Ja, das ist irgendwie auch nicht passiert. Das Jahr ging irgendwie schnell rum. Ja, das ist diese Risse im Raum Zeitkurve. Wirklich. Ich weiß auch genauso, wie wir saßen. Ja. Im Discord. Und haben über das Jahr 2023 geredet. Und ich kann mich noch genau. Und du sitzt da und denkst dir, wo war denn das Jahr jetzt? Hallo? Ja? Hallo, wo ist denn das Jahr gewesen? Darum. Kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, das hätten wir am 1.1. machen können, ja. Aber es ging nicht. Darum. Also, ich versuche es natürlich auch wieder mehr YouTube-Videos zu machen. Sollte vielleicht mal wieder funktionieren. Ich muss da mal ein bisschen an mich arbeiten. Gebe ich auch ganz offen zu. Aber ja, ich habe nichts geschafft. Aber wieder Vorlage, also trotzdem weiter verfolgen. Ja, Zielrichtung, oder? Ja, es ist halt ein Long-Term-Goal, ne? So ein Langzeitziel, ne? Es ist halt so ein bisschen Marathon, ne? Also, nicht alle Vorsätze sind mit rübergekommen ins nächste Jahr. Und ich lege sie mir nicht nochmal auf die Karten. Also, ne? Ja. Es gibt Dinge, wo ich sage einfach, okay, es soll einfach nicht sein. So. Ja, das war's. Das waren meine Vorsätze und Ziele. Ja. Ja gut. Was haben wir eigentlich aus, für einen Podcast gemacht? Das habe ich hier bei mir nämlich in der Datei stehen. Ausblick aufs kommende Jahr. Können wir mal ganz schnell nochmal rübergehen. Gab noch keine Visuals, weil hat sie noch nicht angeboten. Kapitelauswahl ist aber mittlerweile da. Also hat funktioniert. Können wir mal einen Haken dran machen. Ja, und Twitter-Account oder X. Ja, okay. Wollen wir jetzt darüber reden, dass Twitter bzw. X jetzt nicht mehr die Plattform ist, die... Also sagen wir es mal so, ein Twitter-Account wäre durchaus interessant gewesen. Das ist jetzt aber existiert. Von anderen Umständen ausgeixt. Also, ja, es gibt einen Twitter- bzw. X-Account. Aber der ist halt einfach da.
Der braucht man auch nicht folgen, weil da passiert nichts. Der vegetiert so vor sich hin. Ja, das ist halt in dem Fall nur namenssicher. Ich würde auch ehrlich gesagt sagen, lass uns noch mal überlegen, ob das Sinn macht, ob wir das behalten wollen oder ob wir sagen, na, Ja, also behalten tun wir den X-Account, aber basieren tut da nichts. Punkt. Ja, so, weil, ja. Ja, alles gut. Gut. Ja. Wir bleiben einfach dabei. Wir überlegen uns nochmal, was, wie gesagt, mit dem überwältigenden Feedback, was jetzt bei uns reinkommen wird. Ja. Jetzt mal die Antwort kriegen, ob das interessant ist oder nicht. Ja. Hoppa. Und ihr könnt gespannt sein, was in der nächsten Folge kommt. Ja, genau. Resi, nein, das wird's nicht. Nein, wird's nicht. Dafür ist noch nicht die Zeit gewesen. Ja, aber die Resi-Folgen werden wir auf jeden Fall abschließen. Oh ja, also das muss. Das sind wir der Spieleserie schuldig. Und ich habe auch irgendwo Bock drauf und will wieder in die Short Stories rein. Ja. Ja. Gut. Aber bevor wir jetzt noch weiter quatschen über Stock und Stein und vom 1000. ins 10.000. Vom 100. ins 1000. Jo. Ja. Sollten wir. 2024 kann kommen, wir sind bereit. Jetzt. Bereit. Wieder. Bereit. Das E hast du vergessen. Achso, Entschuldigung. Wir sind bereit. Bereit. Sorry. Nein. Ja, aber ja, tatsächlich haben wir so ein bisschen was. Ein bisschen was vor, tatsächlich. Es wird schön. Wird cool. Wird mega. Mega cool. Wunderbar. Okay. Und mit diesem Abschluss würde ich sagen, ja. Nächste Folge kommt bestimmt. Definitiv. In dem Sinne. Ja. Ja. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind auch ziemlich genau bei einer Stunde rausgekommen. Cool. Ja, wunderbar. Ungefähr. Also, das, ne? Das ist, hat gut funktioniert diesmal. Perfekt, wunderbar, so kann es weitergehen. Mal schauen, wo wir es dann jetzt hinkriegen. Zeichen stehen auf Pust. Sehr schön. Ja. Wie die Tests. Wie die Tests. So. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ja. Dann, klasse. Dann, wir sagen euch noch einen schönen Tag, Abend. Gute Nacht. Wenn ihr euch das anhört. Gute Nacht. Gute Nacht. Und dann bis zum nächsten Mal in alter Frische. Und ja, ich bin gehypt. Ich habe Spaß drauf. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Mit V.